Ich stehe jetzt mit dem rechten Bein zwischen den Stuhlbeinen und kann mich hier auch an den Stuhlbeinen orientieren. Na, ich sichere die Beine und ich sichere vor allen Dingen mein Bein. Aus dieser Position gehe ich jetzt mit dem rechten Bein raus. Links geht außen nach vorne und rechts geht noch einen Schritt weiter, sodass ich an den Beinen des Gegners vorbeikomme. Also nochmal, rechtes Bein ist vorne. Raus, eins. Links setzt nach vorne. Rechts setzt nach vorne. Und wieder zurück auf Start. Okay. Wir beginnen jetzt mal 10 Wiederholungen mit dem rechten Bein. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Neun. Und zehn. Okay, linkes Bein ist zwischen den Stuhlbeinen. Sichere wieder mit beiden Händen die Stuhlbeine. Bring das linke Bein raus. Rechts geht jetzt außen nach vorne und links überholt. Okay, links ist vorne und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das war der erste Streich. Zweiter Streich folgt zugleich. Wir drehen den Stuhl jetzt einmal so, dass er schräg liegt. Das heißt, hier auf der Lehne, hier auf der Sitzkante und die Beine schräg nach oben. Ich starte jetzt wieder in der Position. So, wo sind wir? Hi. Ups. Ich starte jetzt wieder in der Position. Ein Bein ist zwischen den Stuhlbeinen. Und dann mache ich eine Befreiung, indem ich wie zur Außensichel oder wie zum Haraigoshi mein Bein nach hinten oben schwinge. Ja? Also ich habe mein Bein hier und schwinge hier raus. Volle Dynamik, raus damit. Und habe ich das Bein raus, gehe ich wieder mit dem Bein nach vorn. Eben hatten wir bei der ersten Übung drei Schritte gemacht. Rechts rück, links vor. Den Zwischenschritt können wir uns jetzt sparen. Das heißt, wenn ich das rechte Bein nach hinten oben rausgeschwungen habe und gerne so hoch wie es geht, setze ich es direkt nach vorn. An die Seite des Gegners, der sich in der Boden hat. Ich zähle wieder an. So, rechtes Bein ist vorne. Und eins. Los. Und ab. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ja, heute nicht. Acht. Ja, gibt es. Neun und zehn. Yes! Okay, direkt Beinwechsel. Das linke Bein ist jetzt zwischen den Stuhlbeinen. Ich schwinge mit dem linken Bein nach hinten oben raus und komme neben dem Stuhl wieder in den Stand. Okay, und eins. Zwei. Drei. Ich. Vier. Fünf. Sechs. Sieben.
So, muss mal kurz hier meinen Stuhl bilden wieder. Falls ihr jetzt ein Kissen greifbar habt, könnt ihr euren Stuhl ein bisschen abholzen. So, hier rein. Nehmen wir nochmal eins, zwei. Okay. So. Zunächst haben wir jetzt Bewegungen gemacht, die uns befreien und uns aus der Position zwischen den Beinen raus befördern. Jetzt kommt noch eine letzte Übung, wo ich rangehe und zumindest den Ansatz oder ansatzweise einfädeln werde. Ich starte in der Distanz und habe hier schon Kontakt zu den Beinen aufgenommen. Jetzt marschiere ich mit dem linken Bein außen nach vorne, ziehe das rechte Knie nach und fädel es jetzt zwischen den beiden Stuhlbeinen auf der linken Seite ein, um hier in Position zu kommen, um einzufädeln oder um die Beine zu umgehen. Das heißt, ich starte mit hinten, eins, zwei und ende dann so eine Art Kniestand. Okay, fangen wir mal an. Fünf Stück mit dem rechten Knie, dann fünf Stück mit dem linken Knie und danach machen wir immer rechts und links im Wechsel. Ja? Just for fun. Rechts beginnen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Andere Seite. Rechts geht jetzt einen Schritt vorbei. Links fädelt ein. Belasten mit der linken Hand an der Stuhlkante. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Und wie angedroht, jetzt rechts und links im Wechsel. Da zähle ich auch nochmal auf 10. Rechts beginnt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay. So. Aha, okay. So, das war der Stuhl.